Hallo Freunde, willkommen zurück hier in Draculas geheimem Versteck in Tschernobyl. Warum auch immer er sich dies hier als Versteck ausgesucht hat, es sieht auf jeden Fall sehr geil aus, so viel steht mal fest. Wir haben ein Zahlenschloss zu knacken, wir wollen Adam hier rausholen, wir wissen noch nicht ganz, was das bringen wird, aber wir werden es sehen. So, passt auf Leute, wir haben hier eine Matrix mit den Zahlen 0 bis 4 in der Y-Achse und 5 bis 9 in der X-Achse, wenn wir es mal so nennen wollen. Dann haben wir hier Kombinationen auf diesem Schloss stehen. Und zwar sieht das so aus, als wenn immer eine große und eine kleine Zahl zusammengehören würden. Huch, ich bin gerade ans Mikrofon gekommen, das tut mir leid. Ich schreibe mir das mal auf. 7-1, 5-2, 5-3, ich weiß, hätte ich vorbereiten können, habe ich nicht. Tut mir leid, steinigt mich. 7-0, 9-2, 9-2, 9-0, 6-3. So, jetzt wollen wir mal gucken, welche Buchstaben dahinter stehen. Vielleicht führt uns das zur Lösung. 7-1 ist M. 5-2 ist C. 5-3 ist D. 7 und 0 ist L. 9 und 2 ist X. 9 und 2 ist X. 9 und 0 ist V und 6 und 3 ist das I. Das ist eine römische Zahl, liebe Freunde. M, C, D, L, X, X, V, I. Ja, wie war das noch? M ist 1000, C ist... Oh, meine liebe linke Seite hämmert heute auf die Tastatur. Das tut mir leid, kann ich gar nicht nachdenken. M, C, D, L, X, X, V, I. Wir haben also keine kleine vor einer großen Zahl stehen. Das heißt, es ist eine aufsteigende Reihenfolge. M, C, D, D war, waren D 300 und L 100, glaube ich. M ist 1000, C ist 500. M ist 1000. 1500, 800, 900. Ja. XX ist 20 und VI ist 6. 1926. Wollen wir schauen, ob das richtig ist. Nein, ist doch VI. 1926. Ist nicht richtig. MCD. Verdammt. Wenn ich das jetzt noch wüsste, wie das war. MCD. Haben wir irgendwo einen Hinweis? Haben wir irgendwo einen Hinweis über römische Ziffern? Das war das Schöne in Dracula 3. Da hatten wir eine Aufzeichnung über die römischen Ziffern. Die haben wir hier, glaube ich, nicht. Ich bringe mich selbst ein, aber ich bin erschöpft. Adam will mir das Gemälde nicht geben wollen, wenn ich ihm nicht helfe, aus der Falle zu kommen. M, C, D. Shit, wo kriege ich das denn jetzt auf die Schnelle her? Ich habe gerade nichts, wo ich nachschauen könnte. Kannst du, liebe linke Seite, kannst du mir eben die römischen Ziffern kurz aufschreiben aus dem Intranet? Ich schummel jetzt ein bisschen, es tut mir leid. Aber wir müssen ja hier jetzt irgendwie mal weiterkommen. Ich will euch ja nicht so lange auf die Folter spannen. Derweil gucken wir mal eben hier, was da los ist. Das Gespräch mit Dracula, das Gespräch mit Stoker. Haben wir denn nirgendwo einen Hinweis auf die römischen Ziffern? Ich blätter mal hier so ein bisschen durch, ne? Das haben wir gelöst, das haben wir gelöst. Ich könnte mich ärgern, dass ich das nie im Detail auswendig gelernt habe. Verdammt. Hä? Oh, schaut mal. Das sind die Einträge aus dem ersten Dracula-Spiel. Das ist ja cool. Okay. Meine liebe linke Seite guckt gerade nach. Ach, es ist so praktisch, dass ich hier nie alleine sitze und aufnehme. Entschuldigt, dass ich hier so blöde durchblätter, aber wir müssen ja die Zeit irgendwie ein bisschen überbrücken, ne? Wir können auch hier ein bisschen rumfahren und so. Ist jetzt eigentlich ganz cool, das Spiel. Ich hoffe nur, dass es nicht wieder so schnell vorbei ist, aber mir schwant Böses. Wir sind ja jetzt in der 12. Folge, glaube ich. Du brauchst einen Stift, nehme ich an. Moment.
Also meine Vermutung war 1926. Ich bin gespannt, ob sie mir das bestätigen kann. Von oben nach unten. MCDLXXVI. MCD. Was war jetzt? Ich sehe es gerade hier drüben. CD ist 400. Alles klar. CD ist 400. MCDL. L ist. Das könnte auch was ganz anderes bedeuten. CDL 550. C. Was ist C alleine? 100. Aber C steht vor D. Das heißt, es ist eine 400. Eindeutig. Und dann haben wir ein L und L bedeutet 50. Das heißt, 70, 1476, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, müsste 1476 sein. Ja, MS-1000. Wir probieren mal. 1476. Lass mal offen, vielleicht brauchen wir es gleich nochmal. 1400... 1400. Yes, es war richtig. Cool. Vielen Dank, liebe linke Seite. Du bist mein Heldin. Oh, no. Not now. Uh-oh. For centuries, the order you belong to tried to conquer or bribe me. What makes you think you'll succeed where your ancestors have failed? I bring you your mirror, Prince, as well as the sweetest of company. She looks like her, doesn't she? You couldn't help but notice. And she needs you. True. You're right. She really does look like her. You're clever, Adam. I might make you one of my children. But you'll never drink my wife's blood. So give it to her. You won't go through eternity alone. I'll spend eternity however I want to. Unless your days are numbered. You shouldn't have. Okay, was tun wir jetzt? Dracula, reden? Adam? How could he think he could defeat Dracula? Tja, das frage ich mich auch. Why did you choose this place? Men's madness has put this region at the intersection of two worlds. It's a place where darkness and light come together. Where I feel at home. And where your kind don't come to disturb me. Yannick says that no vampire can rival you. Oh, Yannick's an artist. He can take something appalling and make it sound elegant. But he's right. None of them can do anything to hurt me. Also, none of you would be able to save me from the ill that's eating away at me. I don't understand. Ellen, I was a prince, but I now only reign over the darkness and the rats that infest it. I am weary. You and your friend Stoker are so entertaining. You saw me through the painting, didn't you? Yeah. But you already knew that. For a long time, this painting was the last window through which I could see the world. Then crazy old Vambery put tar on it. So, I had his collection stolen. You could have just recovered the portrait, discreetly stolen it from the professor's home, couldn't you? That's probably what I would have done if Stoker hadn't come. He would have taken advantage of the situation to track the thief and put my loyal children in danger. But finally, you're the one who found Yannick and the portrait. And it's probably not a coincidence. You've killed him? No, no. He's yours. As promised.
you should be worried about your own fate. Your last bit of strength is failing you, Ellen. You'll die soon. Adam was right. You remind me of someone who was very dear to me. The time has come for me to share my curse. Ellen, I'm offering life for you and your child. But I'm also offering you a life of darkness. The choice is yours. Oh, was tun wir? Das Blut seiner Frau trinken? Auf Ewigkeit leben, ein Vampir werden, verweigern, an unserer Krankheit sterben? Es hat mich schon immer gereizt, das Unsterbliche. Ich habe mir nur nie intensiv darüber Gedanken gemacht, wie die Konsequenzen wirklich aussehen würden. Aber ehrlich gesagt, you've chosen to accept Dracula's gift. Your human existence comes to an end here. Your future henceforth belongs to darkness. Genau sowas habe ich erwartet, Leute. Bravo, Sie haben das Spiel erfolgreich beendet. Wir haben 350 von 360 Punkten und 16 von 20 Trophäen. Grrr. Ah, Freunde, ziehen wir gleich nochmal ein Fazit. Ich will erstmal gucken, ob noch was passiert. Aber wir kriegen nicht mal einen Hinweis darauf, dass vielleicht noch was kommt. Was passiert, wenn ich jetzt auf Fortfahren klicke? Wollen wir das noch eben ausprobieren? Komm, das probieren wir eben noch aus. Ah, ich bin wieder hier. Okay. Ja, dann schauen wir uns eben das zweite Ende auch nochmal an, ne? Wenn uns schon die Möglichkeit gegeben wird. You killed him? No, no. But you should be worried about your own fate. Your last bit of strength is failing you, Ellen. You'll die soon. Adam was right. You remind me of someone who was very dear to me. The time has come for me to share my curse. Ellen, I'm offering life for you and your child. But I'm also offering you a life of darkness. The choice is yours. You've decided to turn down Dracula's gift. The Prince of Darkness will remain the one and only master of the undead. Your existence comes to an end here, unless... Cool, irgendwie cooler das zweite Ende. Die Nummer da mit dem Blut und Adam, ja doch, war cool. Ach, Freunde, ich werde zu meinem Fazit mal gucken, ob ich hier wenigstens ein paar, ja genau, Mitwirkende, die blende ich mal eben ein. Könnt ihr euch angucken, wer das verbrochen hat. Okay, was bleibt dazu zu sagen? Wir haben Dracula 5 gerade durchgespielt in der Folge 11 oder auch 12. Ich bin mir nicht ganz sicher, ist eigentlich auch scheißegal. Denn wir haben zwei Spiele, Dracula 4 und Dracula 5, in nicht mal 25 Folgen durchgespielt. Das bedeutet, beide Spiele in Summe hatten eine Spielzeit von nicht mal 5 Stunden. Und jedes dieser einzelnen Spiele ist zu einem Vollpreis zu erhalten. Und das ist eine Dreistigkeit, die sich nicht mal beschreiben lässt. Und ich bin maßlos sauer, dass hier quasi so eine Abzocke betrieben wird. Ich bin vor allem deswegen maßlos sauer, weil sowohl die Story, vor allem jetzt im fünften Teil, Potenzial hatte. Da hätte man ein richtig gutes Spiel draus machen können. Wirklich. Ich finde wirklich, das hatte Potenzial mit dem Blut der Frau, die einen zum ebenbürtigen Vampir machen kann. Aber die Rätsel waren gut, diese Minispiele, es war okay. Da waren ein paar schöne harte Nüsse dabei. Ich habe Spaß dran gehabt, an diesen Minispielen. Aber diese Spielzeit, das kann man nicht bringen. Das kann man echt nicht bringen. Ja? Über die Grafik, ja, keine deutsche Synchro, kann ich drüber hinwegsehen. Die Grafik, ja, da habe ich auch schon Besseres gesehen. Aber es war okay. Es ist nicht so, dass man Augenkrebs davon bekommen hätte. Aber ganz ehrlich, 5 Stunden Spielzeit für 2 Vollpreistitel. Nee, geht nicht. Geht gar nicht. Also... vollständige Verlust. Ich habe es jetzt gespielt, ich lege sie jetzt hier irgendwo in meine Schublade rein.
oder in meinen CD-Schrank. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass sie den Weg... Doch, sie werden den Weg in den CD-Schrank finden, um meine Dracula-Sammlung zu vervollständigen, aber das geht nicht. Echt. Sorry. Naja. Liebe Freunde, nichtsdestotrotz, auch wenn ich jetzt gerade etwas sauer bin und auch enttäuscht, eigentlich eher enttäuscht, ich danke euch viel, vielmals fürs Zusehen bei Dracula 5, The Blood Legacy. Und ich verspreche euch, Freunde, das wird nicht das letzte Dracula-Spiel auf diesem Kanal gewesen sein. Ich habe einen ganz, ganz lieben Hinweis bekommen, wie ich Dracula 1, Dracula Resurrection vielleicht zum Laufen bekomme. Das werde ich testen. Und dann gibt es noch viele andere Dracula-Spiele, die ich spielen kann und werde. Das sei euch hiermit hoch und heilig geschworen. Also denn, ich hoffe, ihr bleibt dran, denn ich bleibe auf jeden Fall dran. Für euch. Freunde, macht's gut. Bis dann. Tschüss.